Hey und willkommen hier zu einer neuen Reihe, zu meinem Asia-Restaurant. Ja, ich baue ein Restaurant mit diesem Sigaumenfreund. Wir sind hier in Willow Creek auf dem Parkgrundstück. Das habe ich abgerissen, alles weg hier. Und ich baue ein Asia-Restaurant. Und dazu brauchen wir erstmal, würde ich sagen, erstmal ein schönes Türmchen, so ein kleines asiatisches Türmchenhäuschen, so irgendwie in die Richtung. Da können wir dann die Küche reinpapsen. Ich weiß noch nicht, wie viele Kästchen wir. Ich glaube, wir lassen mal 3 Kästchen Platz, weil das soll auf jeden Fall ein richtig schönes, geschwungenes asiatisches Dach irgendwie so drauf. Und da oben dann auch wieder, oh je, da wird es hier aber jetzt knapp hier wieder Platz. Machen wir mal 2. Mal gucken, wie das aussieht. Da haben wir die mittlere Wandtür, das ist in Ordnung, aber ich würde auch noch ein Fundament hier hinpapsen. Dass wir da irgendwie, weil ich dachte mir, also so von der Idee her, ich möchte auch so Brückchen machen, wo man dann überall so, ne, so schönes Seerosenteiche und dann hat man da irgendwo noch so eine Insel quasi, wo dann nochmal so ein Pavillon ist und dann noch so eine schöne Strandumgebung im Sinne von, ne, so asiatischer Garten mit diesem Sand so, ne, diesen Entspannungsgarten. Und ich glaube, ich mache das so als bisschen groß jetzt, ne? Ich glaube, ich mache das doch mal eins kleiner. Wir gucken mal, wie das aussieht. Aber ja, ist schon ein bisschen klein jetzt, oder? Ist schon ein bisschen klein. Ist schon ein bisschen klein. Müssen wir schon sagen hier dann, ja? Ist schon ein bisschen dann... Ja, ich will halt auch irgendwie, ne, gucken, dass das mit dem Dach nachher funktioniert. Und ich glaube, das wird schon schwierig. Und da haben wir jetzt 2 Kästchen, 3 Kästchen. Ja, ja. Also wir probieren das einfach mal aus. Ich ziehe da so ein Dach drüber. Und das gucken wir uns mal an. Ey. Lass dich ziehen hier, so. Und das müssen wir auch überstehend machen. Ah, dann muss das gar nicht so weit rein. Also wenn wir das so machen, natürlich schön mittig alles hier, mittig. Ui, das wird ein Riesenviech. Wir haben auch ein großes Grundstück, da muss ich dazu sagen. Das ist auch in Ordnung dann. Aber es soll ein richtig mächtiges Restaurant auch werden. Kein kleiner, billiger Nudelhaus-Schuppen oder so. Vielleicht machen wir dann hier auch die mittlere Wandhöhe. Dass man da noch ein bisschen was vom Gebäude auch sieht. Also finde ich gar nicht mal so schlecht von der Größe, oder? Was sagt ihr? Ihr seid natürlich immer wie immer gerne eingeladen, hier zu kommentieren und da mitzufiebern, wie ihr das findet, wie ihr was findet. Was ihr anders machen würdet, was ihr wie machen würdet. Und auch hier wieder, ne, das Dach so nach innen gewölbt. Dann haben wir diese tolle asiatische Form, sage ich jetzt mal. Das können wir vielleicht sogar noch mal ein Stück raus. Dann haben wir so ein bisschen Schattenwurf auch. Und das Ding wirkt ein bisschen mächtiger und so ein bisschen mehr geschwungener auch. Ja, leider geht das hier unten nicht mehr so nach oben, die asiatischen Häuser. Ne? Hier sieht man es ganz gut, das geht immer noch so ein bisschen nach oben. Das können wir leider nicht so gut machen. Das wird auch zu friemelig, wenn wir da mehrere Dächer ineinander setzen. Und oben natürlich auch dann nochmal, ne, so ein Türmchen hier. Das hier auch nochmal eins breiter. Das machen wir doch. Ja, das ist nur Deko, dann dieses Stockwerk da oben. Da muss man nicht hoch. Ich weiß, das wird schwierig mit der Treppe. Und ja, das wird hier auch so ein schönes. So, oder? Von der Form her, dann machen wir ja auch nochmal ein mittleres Stockwerk hier. Yes, oder? Ist das gut? Ist das gut? Das machen wir so, ne? Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Gut, ja, dann gucke ich mal nach der Tapete, weil das jetzt fuchst mich dann schon so ein bisschen. Wir haben ja, da gibt es doch in diesen, wo ist denn sowas? Da gibt es doch diese, ist das bei hier gemalte Tapeten angestrichen? Da gibt es diese komische, oder ist das da? So eine, genau. Und die gibt es auch, glaube ich, in schwarz-weiß, beziehungsweise genau sowas oder dunkleres Holz. Guckt mal an, das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Das guckt ja oben gar nicht mehr raus, ist toll. Hier, guck mal, das sieht doch gut aus, so nach Asia. Oder, oh, da kann man ja drunter gucken. Ja, das wollen wir nicht hier, dass man dem unter den Rock gucken kann. Da machen wir noch ein Dach einfach hin. Ein Boden meine ich natürlich unter das Dach. So, müssen wir eins hoch und dann... Oh, wo fängt das denn jetzt hier an? Wir haben 2 Kästchen hier, ne? Ah, das wird schon wieder hier kritisch hier. Da, ich werde mal gucken. So, ne? Ist das so, ne? Ja. So. Können wir das nämlich hier so ziehen? So, und... Ja, das machen wir mal so. Und dann hier ist so, dass das alles auch seine Richtigkeit hat. Am besten wäre es, glaube ich, sogar, wenn wir das noch breiter ziehen, dass wir komplett unter dem Dach eben so eine Bodenplatte haben. Und jetzt ist die wieder weg. Ah, nee, wie komme ich jetzt da hin? Komme ich da irgendwie ran? Ach, komm jetzt hier auf, muss ich irgendwie rankommen jetzt hier. Ja, da, so geht's. Dass wir das komplett... Ah ja, so sieht man es auch viel besser. Sehr gut. Dass man das komplett über diese Dachbreite auch macht, weil dann können wir eventuell noch so einen Rahmen hinmachen. Das ist schon mächtig jetzt, ne? Schon mächtig, muss man schon sagen. Schon ein mächtiges Dach hier.
Sollen wir das nicht doch ein bisschen kleiner machen? Aber dann werden wir auch insgesamt kleiner und dann müssten wir oben unser Türmchen auch kleiner machen. Das will ich eigentlich auch nicht. So, passt das jetzt? Passt das? Passt alles, ja. So, dann machen wir das gleiche Spiel hier oben auch nochmal. Das guckt, glaube ich, auch zwei Kästchen raus, ne? So. Zwei Kästchen. Ja, der Anfang, der ist kritisch. Es gibt so viele tolle Objekte aus dem Großstadtleben Erweiterungspack. Das hier, was ist das jetzt hier? Warte mal. Ja. Ah ja, da muss noch eins. So. Das Auge ist mit, ne? Das muss ein schönes Grundstück werden. Und jetzt können wir da... Ah, da gibt es auch, glaube ich... Gibt es da eine rote Farbe? Gibt es, glaube ich, auch, ne? Wir gehen mal mit den Farben rein. Da gibt es eine rote Dachform. Die kann man sonst irgendwie nie brauchen. Nee, wo bin ich jetzt? Hier, Farben. Rot. Da, genau. Und da nehmen wir... Ja, ich will die schmale nehmen. Oder die andere ist zu fett hier, ne? Ah, ja, die ist zu fett. Und ein schönes schwarzes Dach, hätte ich jetzt gesagt. So auf Anhieb. So ein schöne schwarze Ziegel oder so Platten. Was nehmen wir denn da? Sieht denn da gut aus? Sowas ist ein bisschen hell noch. Das gibt es auch in schwarz. Oh ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist nicht schlecht. Nicht schön. Oh Daniel, Leute, hast du wieder irgendwie auch komische Wörter hier. Fängt ja gut an. So, irgendwie, ne? Ist doch gar nicht so schlecht. Und jetzt gucke ich mal da, was wir hier eventuell noch für Fenster machen können. Das können wir eventuell auch noch ein bisschen mehr wölben, oder? Müssen wir noch ein bisschen mehr wölben. Dann sieht das noch mehr Asia-Style aus. Das kriegt man nicht höher. Darf nicht so hoch sein. Dann müssen wir ein bisschen hier wieder wölben. Ja gut, okay. Das Türmchen sieht doch ein bisschen komisch aus irgendwie, oder? Das ist ein bisschen tiefer, nicht? Ja, ich glaube schon. Gucken wir mal nach den Fenstern. Da können wir natürlich sowas machen. Das wäre aber sehr, sehr rustikal. Aber die sind echt schick. Ich sehe auch in schwarz, bitte. Ja, sowas, ne? So ein dunkelbraun passt auch. Das ist, glaube ich, auch von der Höhe her ganz gut, weil es ist nicht so hoch, das Fenster. Dann können wir doch hier sowas irgendwie mal machen. Oder? Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Struktur hier. Ich möchte es nicht so lame da irgendwie lassen. Wir brauchen dann noch irgendwie Säulen oder so. Was denn hier an den Kartoffelsäule hier? Ah, ja, kann ein bisschen kräftiger sein hier. Sowas vielleicht, die Achselstütze hier. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir auch hier wieder, würde ich sagen, so ein dunkles Braun, wenn es das denn gibt. Ein schönes dunkles Braun. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ah, guck mal an hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Ja. Ah, das wird cool. Wir machen uns so ein schönes... Und ich habe auch dieses Grundstück genommen, weil hinten haben wir ja diese Kirschblütenbäume. Jedes andere Grundstück, das man hier auf diesem Grundstück baut, sieht kacke aus. Ja, ich muss echt so sagen, I'm sorry. Weil, ja, die Dinger sind schon sehr kitschig. Also das Barbiehaus hätte man hier vielleicht noch bauen können. Aber ansonsten ist es, glaube ich, jetzt nicht so ideal. Und das mit diesen Säulen, das sieht dann so ein bisschen mehr... Oh, wir können auch noch so Winkel an das Dach hin machen. Aber jetzt eins nach dem anderen. Das soll ja schön werden hier. Wir haben keinen Stress hier, ich sag's euch hier. Stresst mich nicht. So, wir machen das ganz cool. Stopp. Jetzt habe ich innen drin auch ein paar Säulen platziert, aber das juckt mal nicht. Ich mache da oben nur mal so am Rand die Fenster, ne? Sonst ist es wieder zu, wie soll man sagen, ne? Zu viel irgendwie und zu... So, ein bisschen so. Ich muss das hier frei machen mit Alt, damit die hier, ja, damit die auf der gleichen Höhe sind. Die voreingestellte Stufe ist zu tief, beziehungsweise zu hoch. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus, oder? Wenn wir das so fortführen, jetzt können wir da noch so eine Umrandung auch machen. Da können wir eventuell so eine schöne Dachleiste nehmen. Das ist die hier, die das dann da nochmal so ein bisschen, das ein bisschen abgerundet ist alles. Und das geht auch nochmal so schräg nach außen. Das finde ich ganz schön. Und jetzt müssen wir noch irgendwie Dachdeko. Da gibt es doch diese komischen Dinger, die man irgendwie nie gebrauchen kann. Ja, sowas. Und die gibt es in Gold auch. Genau. Was nehmen wir dafür? Ja, schon dann das Richtige, oder? Das muss schon hier glänzen, hier, oder? Glänzende Gold. Da machen wir größer mit dem Vergrößerungscheat, aber erstmal hier ran. So. Ja. Ja, so ein bisschen tempelmäßig. Genau. Wow. Hey, das ist ja schick hier, oder? Ist das schick oder schick? Jetzt auch noch die hier. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu schnörkelmäßig, ne? Das ist so ein bisschen, ja, könnte auch passen. Könnte auch irgendwo mal passen. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht hier irgendwo so, oder? Wie sieht das aus? Sollen wir sowas machen?
ist dann nicht so sehr krass, ne, wie dieses Ding oben da. Wenn das in einer anderen Farbe ist. Ich finde, das vielleicht machen wir hier wieder sowas. Oder ist das das hier vielleicht so als Umrandung irgendwie? Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, muss ich zugeben. So, das irgendwie so als Umrandung oder irgendwie nehmen. Aber das ist dann sehr, sehr kitschig dann wieder, ne? Vielleicht dann auf die Schrägen da? Aber dann gibt es so Treppchen, ne? Da gibt es Treppchenbildung hier. Treppchenbildung, ja, ja, ja. Das geht hier leider nicht so schön schräg runter dann. Na, ne, das sieht nicht so gut aus. Ne, das ist auch totales Fummelgedingens hier. Ne, ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir müssen mal gucken, was können wir denn noch machen? Hier können wir auch die nehmen, einfach in klein und die dann so an den Rand hin, ne? Das ist auch nicht schlecht. Haben die ganz am Rand oder haben die da? Ich weiß es gar nicht. Wie ist denn das gemacht? Wie ist denn das hier? Eigentlich sieht es denn besser aus. Fangen wir mal so rum. Am besten macht man das von oben. Das geht mit T. Mal für T drücken und dann hat man hier ja, von oben die Sicht. Und wenn man ja, ich würde es mal jetzt so machen. Ich weiß nicht, ob die am Rand sind. Wobei, so am Rand, dann geht es auch immer ein bisschen weiter nach außen noch, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen nach oben am Rand. Oder sollen wir die da in der Mitte? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich sehe die irgendwie eher am Rand, ne? Nicht? Die müssen wir wieder neu aufnehmen hier. Oder zwei Stück. Oder drei. Ich weiß es nicht. Wie sieht das denn aus hier? Ein bisschen zu viel, oder? Ein bisschen zu viel, ja. Ich glaube, ich würde die auch an den Rand hin machen. Und weil wenn man die angrapscht, immer schweben, ne? Dann mache ich das mal ohne. Machen wir es mal so. Aber nicht ganz an den Rand, weil sonst sieht es nicht sehr stabil aus. Ja, da oben können wir auch noch. Da verbauen wir uns nicht. Ne? Da können wir später auch noch eingreifen. Das ist nicht so. Müssen wir jetzt heute nicht festlegen in der ersten Folge. Machen wir das da auch, oder? Ja, so ein bisschen Klimbim darf da schon sein. Wenn ich jetzt hier noch die Banner aufhänge, ich glaube, das wirkt dann gleich viel, viel besser. So. Weil da gibt es so tolle Banner. Also wir müssen mal erstmal die Objekte jetzt mal auch rausholen. Dazu gehe ich in das Großstadtleben-Erweiterungspack erstmal rein. Es gibt auch ein paar Sachen in Wellness-Tag und in dem Gaumenfreuden-Pack gibt es das auch. Wir können hier erstmal gucken, ob wir hier so ein Asia-Schild finden. Ah ja, guck mal an, weil das können wir vielleicht irgendwo verstecken oder so. Oder irgendwo noch so an den Rand vielleicht hin. Komm, hier zum Asia-Tee trinken hier in den Bergen. Oder irgendwie, da gibt es doch bestimmt coole Sachen, ne? Man weiß es nicht. Ob das irgendwie hier für eine Kinderecke oder so. Ja, es sind halt Schilder, die es im Spiel gibt. Na, natürlich ist das jetzt Stadtleben-Deko-Zeugs. Aber so vom Ding her, ich finde das echt cool, muss ich schon sagen. Schon schöne, schöne Sachen hier. Guck mal das an hier. Aber das ist ein bisschen kitschig, ne? So kitschig einfach. Das wird auch nicht gut aussehen, aber die leuchten so toll. Können wir die irgendwo... Das sieht blöd aus, ne? Wenn das so ein Schild ist, sieht so städtisch aus dann gleich. Ja, ist ja auch, ne? Großstadtleben, klar. Das ist auch so eine Werbetafel eigentlich, ne? Nicht so ein Ladenschild. Ah, das ist auch schön. Guck mal an. Wow. Ja, das sind schöne Sachen, ne? Schöne Sachen, aber ich meinte eigentlich in dem Kaufmodus. Da gibt es so coole asiatische Sachen. Also auf jeden Fall brauchen wir so Stühle hier. Also auf jeden Fall. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Also die Dinger, die sind ja hier, ne? Solche in der Art, mal gucken. Aber irgendwie, also sowas, vielleicht sogar blüht ein bisschen. Huiuiuiui. Ja, da können wir uns austoben. Dann gibt es natürlich, was haben wir noch? Also wenn euch auch noch was einfällt, so asiatisch, gibt es da auch schöne asiatische Sitzbänke? Oder sollen wir da, also ich weiß nicht, haben wir das so ein bisschen bunter, können wir das gern machen? Vielleicht auch nicht, vielleicht auch mit diesem, oh, das ist auch schön. Das ist halt richtig schöne Muster, muss man sagen, ne? Sind so, oh, das ist schon cool. Also würde ja auch passend sowas, ne? Ein bisschen rot, rötlich, holzmäßig. Was gibt's dann noch? Ja, oh, das brauchen wir, das ist das Griechenhaus. Das auch nochmal irgendwann weitergebaut wird. Ich habe es nicht vergessen. Ja, es wird immer wieder gefragt. Ich bin auch schon ein paar Mal drauf eingegangen. Aber es kriegen natürlich nicht immer alle mit. Ja, und jetzt auf jeden Fall diese Lampignons. Gibt es noch, das weiß ich. Die Blütenbette... Nee.
Nicht so ganz. Oh ja, sowas auf jeden Fall. Wieder sehr modern. Vielleicht können wir auch so ein Imbiss, aber ich möchte eigentlich keinen Imbiss da hinstellen. Das ist ein Restaurant. Oh ja, jetzt kommen wir hier der Sache näher. Guckt euch mal das an. Das ist so ein Bild und das kann man ja auch vergrößern. Und da kann man sicher was draus machen, auch für die Fassade. Bin ich überzeugt von. Bin ich wirklich überzeugt von, dass wir da irgendwas machen können. Vielleicht sogar hier irgendwo, ne? Dass das irgendwie so... Ich weiß es noch nicht genau. Wie können wir das denn machen? Dass das irgendwie so ein bisschen integriert wird hier in diese, in dieses Gebäude hier. Ich bin jetzt selber noch nicht ganz schlau. Aber wenn wir das irgendwie hier so hinpapsen, guckt euch mal das an. Nur so als Deko-Element. Oder wir machen das hier unten gleich direkt rein. Und da gibt es hoffentlich auch einen dunkleren Bilderrahmen. Kann nicht angewendet, gibt es nicht. Kein Bilderrahmen, Mama. Dass wir da... Dann müssen wir das oben, aber da haben wir dann auch keine Säulen, ne? Oder gehen da Säulen? Ich glaube, da müssen doch Säulen. Nee, wir haben drei, ja. Wir haben ja oben drei Kästchen. Ich mach das mal hier oben auch. Wisst ihr, wie ich meinte? Da könnte man das so integrieren in diese, zwischen diese zwei Säulen da. Wenn ich das jetzt natürlich weiter vergrößere, dann guckt das oben raus. Das ist jetzt ja blöd. Weil wir da irgendwie sowas machen könnten vielleicht. Bisschen kleiner vielleicht doch wieder. Dass wir das so vielleicht machen. Und in die Mitte dann nochmal irgendwas anderes. Oder irgendwie... Da können wir jetzt auch nochmal eine Säule reinpapsen, oder? Ah ne, es sind doch vier hier. Das so machen, aber es ist zweimal dann das gleiche Motiv. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie sowas brauchen wir da vielleicht, ne? Dass wir da irgendwie sowas uns gestalten. Das ist ja mal das Spannende da dran. Was kommt da raus dabei? Was geht los da rein? Koi. Karpfen. Das ist doch auch schön. Wie sehen die aus, wenn wir die trippelt? Ich finde das eigentlich schon ganz gut mit diesem Schwarz-Weiß auch. Also das ist auch zu viel, ne? Wenn es auch immer das gleiche Motiv ist, dann ist das nichts. Also ich fand das jetzt so gar nicht so schlecht. Das hat auf jeden Fall was. Die Berge, schade, dass die nicht mal gespiegelt sind oder so. Und wir haben natürlich das hier noch, ne? Das ist auch mal ganz interessant. Sowas vielleicht, dass man sowas nimmt. Ist auch ein schönes Dingens, was man da verstecken kann. Ist auf jeden Fall auch was Tolles. Ich probiere das mal aus, wie das aussieht, wenn wir das hier statt dem hier nehmen. Ja, könnte auch gut aussehen. Ich habe mich jetzt irgendwie in diesen Berg da, ich fand das irgendwie so cool. Der ist so schön. Der ist so cool, der Berg. Ich würde den auch so ein bisschen weiter nach oben machen. Wir können den ja ein bisschen hier tricksen hier. Das ist hier nach einer, das gehen wir hier weiter nach links und hier weiter nach rechts oder irgendwie so. Weiter nach oben, ja gut, so viel können wir da auch nicht. So viel Spiel haben wir da auch nicht, ja. Das ist sowas irgendwie mit einbauen. Ich bin mir noch nicht ganz... Hier gibt es schon schöne Banner, ne? Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Ich würde schon fast hier schon wieder ein Dreierstockwerk draus machen. Wenn es so weitergeht. Dass wir hier die Wand schön... Wir brauchen auch noch ein Schild oder irgendwas, ne? So ein Ladenschild. Die könnte man aber eigentlich auch... Ah, ich habe eine Idee. Man könnte die auch hier so vergrößern und dann so als Banner ans Dach hinhängen mit dem Höhenverstellschild. Guckt euch das mal an. Da machen wir eine schöne Terrasse, nehme ich. Da können die dann sitzen. Ah ja, okay, jetzt müssen wir da hoch, dann müssen wir doch wieder weiter runter. Da können die da sitzen und dann machen wir da noch so Säulen hin und da können wir dann so Banner da machen. So rechts und links vom Eingang oder irgendwie so. Oh, das muss noch ein bisschen weiter raus, damit der... Ja, aber irgendwie, das brauchen wir da. Ich stelle mir das mal hier so hin, was wir da haben. Ich weiß nicht, ob ich die alle da verwende, wahrscheinlich nicht, aber wir stellen uns das alles mal hin, dass wir das nicht vergessen und nicht, ja... Dass wir das zur Auswahl haben hier. Hm? Das ist doch was. Schon wieder ein bisschen indisch. Dann aufpassen, was haben wir denn da für Bilder? Gibt es da irgendwas Asiatisches? Das passt auf jeden Fall. Wir tun hier erstmal spammen hier unsere Deko. Ja. Vielleicht ist so eine Wall, die dann wirklich richtig schön... Naja, das passt jetzt nicht so gut. Die dann richtig schön hier... Ah, guck mal an, durch den Nebel. Das könnten wir auch nehmen, dass wir sowas da oben hinpapsen oder dahin oder so. Das macht halt ganz viel aus, finde ich. Ne? Das macht halt voll viel aus. So für den Stil. Das sind so Kleinigkeiten, sage ich immer, aber es wirkt schon. Also es ist schon ein cooles Ding. Vielleicht können wir das auch innen nehmen. Ja, das wird, glaube ich, besser sein. Wenn wir das innen außen, wird es ein bisschen zu kitschig, wenn wir da oben jetzt auch noch... So...
zurück. Wenn wir da oben jetzt auch noch die Dinger da vollklatschen jeweils. Ich packe das mal nach innen hier rein. Auch die Bilder. Weil das muss man sich rausholen. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, wie ich finde. Weil, ja, was aus dem Auge, aus dem Sinn, oder wie heißt es irgendwie so? Aus den Augen, aus dem Sinn. Dass man ja, manche Sachen einfach vergisst oder gar nicht weiß, dass es die gibt. Und deswegen sollte man die sich rausplatzieren. Oh ja, natürlich, hier gibt es ja noch mehr. Sehr cool. Oh ja, dann machen wir sowas da rein. Das wird hier schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Da gibt es nicht so viele gute Sachen, die passen. Ja, vielleicht sowas noch, eventuell. Oh ja, natürlich, ne? Unsere Lampignons hier. Eieiei, das wird hier ein Spaß, Leute. Ich sag's euch. Oh nee, die sind so hoch. Oh nee, was ist das denn jetzt? Müssen wir die auf den Boden pflanzen und wir machen das Fundament dann ein bisschen tiefer. Ja, gut, dass wir das gleich hier abgecheckt haben. Wie hoch die sind, ne? Können wir das Ganze nämlich ein bisschen tiefer machen. Und eventuell, wir müssen ja hier eh noch eins zurück, ne? So. Und dann eventuell kann man die genauso anschließen hier. Oh, hier, guck mal. Das ist doch schön. Das ist doch schön hier. Schön am Rand, die Lampignon-Dinger. So. Wow, das wird ein geiles Restaurant, oder? Wird das ein geiles Restaurant, oder wird das ein geiles Restaurant? Hier auch noch eins zurück gleich mal. Ja. Was gibt's noch hier? Was geht los da rein? Wo waren wir denn jetzt? Bei den Bildern, genau. Oh ja, die Lampignon-Dinger. Ey, das wird cool. Was gibt's da noch für schöne Lampignon-Dinger? Aber das sind wieder so, so Blumendinger. Das ist nicht so schön. Finde jetzt die anderen besser. Und die Wimpels und die Lichterketten. Nee, die nehmen wir dann nicht. Rosenblüten. Oh ja, so. Oh ja, hier diese Teppichdinger. Ey, genau, da gibt es ja ganz viele Teppiche hier mit so Blütenkrams hier. Da können wir. Scheiße, dass man die nicht als Tischdecken nehmen kann. Denke ich schon die ganze Zeit daran. Immer wieder kommt mir dieses Asia da in die Fresse. Wie fast schon sagen. Ins Gesicht hier, würde ich mir hier vor gehalten. Und so lange wollte ich schon wieder sowas bauen. Und das ist echt schön. So alte Teppiche passen natürlich immer. Ja, es ist schon cool. Ja, mal gucken. Ja gut, und sowas, da gibt es diese komische Gemüseteller da. Das finde ich eher so ein bisschen schnellrestaurantmäßig. Aber eventuell, wenn es schon asiatisch ist, dann wo denn sonst, ne? Wenn ich hier drin. Vielleicht können wir das irgendwo Klo oder so verwenden dann. Was gibt's denn da noch? So komische Dinger da. Ja, ist ein bisschen Briedelblumenmäßig, ne? Hätte ja auch beim Retro-Apartment ganz gut gepasst. Da haben wir noch was. Da müssen wir mal gucken. Da gibt es doch, glaube ich, auch irgendwas. Mosaik jetzt eher nicht. Dann gab es aber auch noch mal einen anderen. Den hier, genau. Weil sowas könnte auch irgendwo... Oh ja, das hier auf jeden Fall hier, Leute. Guckt mal an. Das brauchen wir. Ja, wenn man die Auswahl... Oh, da gibt es ja genau die Schilder. Gibt es ja auch noch. Wenn man die Auswahl hat, dann fällt es einem eher schwierig, das unterzukriegen und aufzupassen, dass es nicht kitschig wird. Aber ich glaube, Objekte haben wir genug, ne? Also daran scheitert das, glaube ich, jetzt nicht hier. Und das ist ja ein Wandschild. Und das kriege ich hier gar nicht schräg. Aber ich bin gerade mal überlegen, weil das leuchtet halt auch so toll bei Nacht. Wenn das hier irgendwie... Ah ja, gut, das ist immer im Boden drin. Dann kommt schon das nächste raus. Wenn das hier irgendwo nochmal... Als Schild oder so. Ich glaube, ich muss hier echt die dritte Wandtür nehmen. Ich bin ein bisschen... Ah, nee, das ist zu falsch jetzt. Nee, nee. Ah, da gibt es auch noch sowas und so. Aber ich möchte es nicht so modern da machen. Ich möchte schon irgendwie ein bisschen... Weil, wisst ihr, das sieht halt bei Nacht total toll aus dann. Na, guckt euch das mal an. Das sieht so schön aus bei Nacht. Sowas müssen wir eigentlich noch nehmen. Es hilft nichts. Ah, das können wir da verstecken in so einer Säule. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Oder ich habe eine Idee. Wir machen da vielleicht nochmal eine Säule nach außen. Unter unser Dach, unsere Dachstütze, aber nicht ganz nach außen, nur so eins nach innen, genau. Und da können wir das Schild hier dran papsen. Na, dann haben wir hier mehr Höhe und es ist so mehr so, ne, nach außen irgendwie geht das dann mehr und dann ja. Ja, ja. Und das würde ich aber dann so rum machen, glaube ich, ja. Dass es so rum ist. So vielleicht, hm?
So, mal gucken. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig. Ist nicht so ganz schön. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwo einen Pfosten hin. Da kommt das Schild hin. Müssen wir uns mal merken. Vielleicht auch hier ist so irgendwie ein Pfostenschild. Hier so. So, mal gucken. Bisschen höher vielleicht noch. Mhm. Aber dass die Idee mal nicht verloren geht. Da haben wir noch diese Lotusblüte-Dinger da. Die blinkt sogar. Das ist wieder zu puffmäßig, zu blinkig, ne? Blinkig und der Brain hier. Jetzt machen wir mal wieder das Licht an, aber ich will mal gucken hier. Was haben wir denn da für ein? Das ist das Karaoke-Schild eigentlich. Obwohl, wir müssen das, glaube ich, doch bei Nacht angucken. Sieht das toll aus bei diesem Licht auch, ne? Heieieie, schön. Wir wollen aber keine Karaoke-Bar. Wir wollen ein rot-schwarzes Asia-Dingens haben. Falsche Lichtfarbe, Mensch. Kann man die nicht umfärben? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch kein Zim auf dem Grundstück. Aber das behalten wir uns mal vor, hier zu platzieren. Ach, da gibt es ganz viele. Wieso gibt es denn da so viele asiatische Schilder? Das ist ja der Hammer. Ja, das sind diese Dinger. Die sind halt auch schön. Kommt auch mal unsere... da können wir auch so eine Art Zaun oder sowas machen. So ein Zaunabschluss oder so ein Tor oder irgendwie so. Dass wir da irgendwie sowas mal uns ausprobieren. Ne, dass jeder dann da durchgeht, dass man weiß, hier ist das Tor hier. Die ist auch noch die. Ach nee, jetzt aber. Jetzt reicht sie aber. Die gibt's ja auch noch. Oh, das sind so tolle. Guck mal das an hier mit diesem Karpfenzeugs da. Das ist so richtig typisch. Die müssen wir aber irgendwo verstecken wegen diesem blöden Pömpel da unten dran. Das ist so nervig hier. Dieses Objekt unten machen diese fette Dinger. Da kann man die nirgends da richtig rein integrieren. Aber sowas ist natürlich, also, das ist hier Highlight, ne? Das ist Highlight. Eventuell hier oben sogar irgendwo dann. Ich will das Haus nicht so kaputt machen. Aber irgendwie will ich das auch integrieren, aber das ist echt schwierig. It's really, really difficult. Wir machen hier auch mal, was, glaube ich, ein... So eine Ausbuchtung irgendwie in die Richtung. Kästchen sind das denn hier? Ich kann das gar nicht... So, ne? Ist mittig, oder? Ja, ist mittig. Dass wir da so eine Art Eingang haben, oder was? So, ja, du verschwindest dann, das ist mir klar. Machen wir dich dann... Da ist hier so... Okay, dann haben wir ein Kästchen, dann machen wir das Ding 4 breit. Nochmal eins breiter, meine ich. Nicht 4, sondern so... Und vorne dann genau das Ding hier weiter. Und da machen wir aber noch mehr Terrasse. Dann haben wir da ein bisschen mehr Struktur drin. Das ist nicht nur so ein quadratisches Dingens da. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut so, ja. Und dann kommt das hier nach außen. Dann hat man da nämlich noch Bannerplatz rechts und links neben der Tür oder so. Eventuell gehen wir doch auch ganz nach vorne. Und vorne uns nochmal so eine Art Dach. Leisten. So eins. So. Und so auch. Und ein bisschen tiefer noch. So. Ja, das muss da bis ganz nach hinten natürlich. So. Wird auch wieder eingefärbt hier. Genau. Schindeln drauf. Flix Außenleiste. Ne, ich will diese Rand da. Dieses Ding da. So. Mhm. Oh ja. Und da oben auch nochmal haben wir nochmal diese. Genau. Gar nicht mal so schlecht. Mit der Wölbung ein bisschen muss ich anpassen. So ganz. Oder machen wir das höher? Das ist hier noch weiter. Ja, ist gar nicht so schlecht. Aber ist mir jetzt doch aber ein bisschen zu breit, muss ich sagen. Ist mir zu breit. Ich möchte das, glaube ich, schmaler machen. Ich möchte das, glaube ich, schmaler haben. Ist mir doch zu breit, muss ich sagen. Doch, es ist irgendwie zu mächtig da vorne, oder? Sieht irgendwie besser aus, findet ihr nicht? Dieses Rosa stört mich jetzt hier ein Stück weit. Vielleicht können wir das auch noch hier ein bisschen hinfaken, sag ich mal. Aber das geht ja auch dann hoch, ne? Ja, dann müssen wir das hier weiter wegmachen, so wieder. Sonst hüpft das hoch, weil das Objekt ist, das seht ihr unten bei den grünen Kästchen, ne? Das will dann da immer da warm-up. Das will ich auf dem Boden, solange das hier hüpft hoch. Mhm. Müssten wir das theoretisch wegen dem blöden Dingens da so machen, oder was? Gut, die sollen ja auch nicht eigentlich auch direkt auf die Terrasse gehen. Die sollen ja eigentlich, oben wäre es zu, ne, oder? Oben wäre es zu hoch, ja.
Eigentlich sollen die ja da unten bleiben. Aber da können wir auch noch eine Säule hinmachen und so. Das wird schon. Das kriegen wir schon hin. Also da habe ich jetzt keine Bedenken. Eher Bedenken bei diesem Teich. Und diesen Zierrosen da, dass man da richtig schön irgendwie so eine Brücke oder sowas macht. Das kann man ja auch nicht richtig. Und ja, irgendwie so. Wisst ihr, wie ich meine? Hier so, das wird geil. Das wird geil, oder? Das wird geil. Oh, jetzt habe ich nochmal eine Idee gerade, weil ich hier gerade diese Wand sehe. Da gibt es doch in Gaumenfreuden. In Gaumenfreuden, kommt, sagt mir alle. Aus dem Gaumenfreuden-Paket. Waren wir eigentlich schon fertig mit Großstadtleben? Ich glaube nicht, ne? Oh ja, das brauchen wir auch. Hier reinplatziert, das Aquarium. Oh, da gibt es auch sowas. Das ist auch schön, das können wir vielleicht auch nehmen. Ah, jetzt wird es aber langsam echt knappig hier mit dem Scheiß hier, oder? Oh Mann, oh Mann. Jetzt wird es aber hier knappig hier. Eieieiei. Wir haben doch keinen Platz mehr. Jetzt wird es zu kitschig hier bei uns. Das ist so irgendwie machen. Vielleicht da oben dann doch eine andere Tapete. Es ist halt schon sehr... Ah. Ah, das sind auch so Katzenweiden-Dinger da. Wie heißen die denn? Katzenweiden. Wie heißen denn denn? Ich weiß gar nicht. So Blütendinger, ne? Das sind so Knospen. Das ist auch so Asia-mäßig irgendwie. Ein bisschen was grün. Das können wir bestimmt verwenden irgendwo. Ich hätte das gern versteckt im Fundament. Das ist sowas irgendwie noch mit reinbringen. So ein bisschen mehr. Ja, das wird so cool. Das müssen wir ja auch nochmal ein bisschen zurück wieder. So. Ach komm, lasst mich dich doch euch da mal dahin erstmal. Ach, das sind alles so schöne Sachen. Auch das hier wieder, ne? So volle Kanne. Asia. Gesteck. Das wird cool. Wow, mit diesem Bambus da reingestopft wird da, ne? Das ist schick. Dann machen wir das hier so rechts und links an den Eingang, dass man hier nicht auf die Idee kommt, da rüber zu laufen auf unsere Terrasse oder so. Mal gucken. Hey, du stehst hier weiter raus. Dass das doch so ein bisschen mehr dschungelmäßig auch aussieht. Ne? Also so ganz platt, blass bleibt das Ganze auch nicht, muss ich schon sagen, oder? Jetzt wollte ich eigentlich doch diese Wand da holen. Mensch, hier, Daniel, kommst du mal in die Pötte hier. Oder mit diesen Fischdinger und so, da gibt es auch so schöne Sachen. Oh, das wird alles so toll. Oh, das wird so toll, das wird so toll hier. Ich pass mir alles mal raus und dann nicht denken, dass das hier fertig ist. Genau das hier wollte ich haben. Ah, das ist so niedrig. Ich hatte das jetzt höher in Erinnerung. Und da kamen wir nämlich so Kreise. Guck mal an. Und das können wir bestimmt auch hier irgendwie nehmen dafür, ne? So, das ist so, dann machen wir das an so eine Seitenwand vielleicht hin, ne? Vorne haben wir eh schon genug Klimbim. Dass wir das so irgendwie noch... Oder wir machen das als Abtrennung für den... Ah, das passt hier sogar fast hier. Ja, so als, ne, wisst ihr, wie ich meine, so als Zäunchen oder so. Und da oben haben wir dann, guckt das eins raus, das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir das Fundament noch eins tiefer machen, dann hängen uns die Lampignons wieder in der Luft zu sehr. Aber wenn man die auch auf die Pfosten festhängen könnte, müssen wir uns noch mal überlegen. Ich würde das schon ganz gern hier vielleicht ans Gebäude auch ranmachen. Aber er hat dann da leider keine Fenster, das wäre natürlich das Schönste. Hier noch so Fenster hätte oder so, die dann da durchgehen würden. Weil das sieht halt schon irgendwie so ein bisschen Asia-mäßig aus, ne? Das nehmen wir eigentlich für eine Tür, das habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Das wird hier wieder schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall eine Doppeltür, eine große. Eigentlich so eine, ne? Mit so einem... War ja klar, dass das hier jetzt nicht aufgeht. So eine Doppeltür... Mit schwarz oder so, oder... Das Braun gibt's wieder nicht, nee. Scheiße. Rot sieht auch nicht schlecht aus, ne? Dieses Rötliche, das passt sogar ganz gut. Hier geht's aber nicht auf von den Kästchen her. Das ist mir wieder so ein Dorn im Auge. Könnte ich ausrasten. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Oh, ich habe eine Idee. Da gibt's doch auch diese komischen Fenster. Genauso aussehen. Nicht? Doch. Dabei doppelt, ne? Da! Da hier. Die gibt es doch auch. Oh, die sind sogar rot-schwarz. Wieso gibt es dieses Rot jetzt wieder nicht? Nee, ne? Das ist jetzt ein dunkleres Rot. Da könnte man sowas vielleicht nehmen, irgendwie. Das ist jetzt ein dunkleres Rot. Das
mir mal jemand erzählen, was das hier wieder soll hier. Das ist sowas irgendwie da dahinter machen, weil das sieht auch so ein bisschen... Das wird schon sehr krass jetzt, ja. Ich bin noch in der Findungsphase, ihr müsst mich machen lassen. Wenn wir das Dingens hier auch so machen, dann... Nee, nicht das, das Äußere. Schwarz. Wenn wir ein bisschen mehr in das Schwarz gehen, ne? Schwarz-Rot ist eigentlich... Passt besser. Besser. Nein, das ärgert mich jetzt. Wieso ist dieses Scheißding, wieso geht das nicht auf? Schade. Schade. Nicht Schande, schade. Sollen wir das einfach hier hinten anders machen, dass wir da vielleicht nochmal das irgendwie noch erweitern oder so. Fake-mäßig. Weil da kommt man ja auch raus dann in den Sandgarten hier, sag ich jetzt mal. Wie nennt man das eigentlich? In den Sandgarten oder so, ne? So, auf jeden Fall, ne? Und hier ist dann der Pool. Und hier ist dann so ein kleines Pavillon. Oh, das wird ja auch knapp. Wir müssen vielleicht ein bisschen weiter nach rechts noch mit dem ganzen Gebäude. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, das wird schon, das wird schon. Ich bessere hier nochmal so ein bisschen aus, würde ich mal sagen. Ja, das ist hier echt schwierig. Das ist hier really, really difficult hier. Schwebt das hier wieder. Das wird hier schon cool, glaube ich. Das wird hier, glaube ich, schon cool. Können wir auf jeden Fall auch drumrum machen, überall. Ja, und da kommt unser Brückchen. Das geht wieder nicht auf, ne? Ist doch aber auch wahr. Was soll das denn hier, man? Liebe Entwickler, wieso geht das nicht auf? Nee, da bin ich jetzt schuld, ne? Wegen dem Abzählen. Aber man kann nicht immer alles abzählen, ja. Aber das meiste ist das Wichtigste. Geht schon. So, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir auch hier dann irgendwie so rüber oder so. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir die, dann machen wir die mal weg. Wir gucken einfach, wir gucken. Wir fangen die einfach später an, weil da drüben haben wir auch eins später angefangen, ne? Wenn die auch eins später anfangen. Was machen wir denn da? Vielleicht noch eine fette Säule da in den Rand und dann geht's nämlich auf. Jetzt müssen wir hier, müssen wir eigentlich den normalen Pfosten holen. Ich mach's jetzt mal so lang. So. Und da können wir eventuell so einen Pfosten irgendwie noch reinpflanzen, oder? Oder ist das wieder zu massiv dann? Ich weiß es nicht. Ja, der ist jetzt natürlich falsch. Wir müssen da noch ein bisschen Feintuning auf jeden Fall machen. Ne? Nehmt das nicht hier als Final oder irgendwie ansatzweise an. Und Holzboden, ich glaube, ich weiß schon, welchen ich nehme. Also ich würde schon gern so einen nehmen. So ein richtig, das wird unser, ja, das muss irgendwie so dunkel jetzt hier sein. Das wird unser, ja, traditionales, asiatisches, whatever. Ah, ich bin also guter Dinge, muss ich sagen. Jetzt nach der ersten Folge, das ist schon mal die richtige Richtung, oder? Was sagt ihr? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wirklich, ich kann es diesmal nicht erwarten. Die erste Folge ist immer am witzigsten, dem coolsten, wenn man da Comments bekommt, weil das ist dann ausschlaggebend für den Rest der, ja, der Reihe, was ihr da so schreibt, was ihr wie findet, welche Richtung wir einschlagen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Asia Restaurant oder natürlich jetzt in einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Und ja, bis dann. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielen lieben Dank. Ciao.